Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Orpha und ich möchte jetzt mit dir gemeinsam ein Orakel-Reading abhalten für das Tierkreiszeichen des Stiers, beziehungsweise für das Thema, was bereits im Titel steht. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. So, als erstes holen wir uns mal eine Überschrift zu dem, was ich für dich jetzt hier zeigen möchte. Wow, das kommt direkt schnell raus. Okay. Oh, mystische Schönheit und Vorgeschmack auf den Himmel fällt hier. Das ist ja wundervoll. Genau. Feuer des Überflusses und Strahl der Erhabenheit auf der Unterseite. Wow, das hört sich ja grandios an. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und mischen direkt unsere expliziten Botschaften dazu. Wow. Also du bist jetzt hier auf jeden Fall aufgefordert, deine innere Schönheit zu entdecken. Und ja, was gibt's Besseres? Weil du kannst natürlich über deinen inneren Spirit bist du natürlich ja auch an deine Ausstrahlung angebunden, ja, und auch an dein Feuer, was dich wirklich erfolgreich sein lässt, ja. So, ich glaube, die drei sind's. Oh, es sind sogar mehr. Okay, also hier haben wir so ein Stück weit das Thema des Austreten aus der Matrix. So, wollen wir uns die zuerst anschauen? Aha. Also, ja, sehr schön. Also wir haben jetzt hier die Qualität, dass du eventuell, wenn du auf dein eigenes Bild schaust, da kann ein richtiger Fluss fließen. Ja, also wir haben jetzt hier zweimal das Wasser hier angezeigt mit dem Thema des Schreibens, also mit der Kommunikation mit dran. Über die Kommunikation kannst du wirklich, wirklich ja, wie diese Wellen hier, also das ist sehr, sehr bewegt und ja, ich würde es einfach erstmal so stehen lassen und weiterschauen. Ah, da haben wir jetzt auch noch die zwei der Kelche, also auch gegebenenfalls eine Liebesthematik hier angezeigt und das Springen. Und ja, die ist als erstes rausgefallen, nicht wahr? Die wollen wir jetzt hier noch hinlegen, ja. Genau, okay. Alles klar. Also wir haben jetzt hier, ich sehe jetzt hier aktuell schon zwei Personen, definitiv, ja. Derjenige, der sich jetzt hier zeigt, oder beziehungsweise die zwei, die sich hier zeigen, die tragen sich gegenseitig, sind aber noch nicht so ganz offen und wahr. Man sieht hier auch so diese Maskerade noch so ein Stück weit, ja. Interessanterweise auch mit dem Stier. Und ja, das darf hier nochmal so ein bisschen die Authentizität gehen und ja, auch wirklich in diese Strahlkraft reinkommen. Weil hier haben wir ganz unterschiedliche Qualitäten hier. Das, wie gesagt, mit dieser Maskerade und hier das mit der Nacktheit, mit der Schönheit, ja. Dass man wirklich auf diese Schönheit draufschaut und dass man sich da reinfallen lässt. Über die Kommunikation ganz klar, ja. Weil was hier noch ganz klar angezeigt ist, ist, dass derjenige, der hier zuschaut, also wenn du jetzt den Gegenüber hast, ja, und wie gesagt, ich sehe hier direkt schon zwei Personen, ja, dein Gegenüber wäre quasi wie überflutet von deiner wunderschönen Strahlkraft, würdest du hier den Sprung wirklich in deine Nacktheit wagen, also wirklich in deine, was hatten wir hier, in deine mystische Schönheit übergehen. Also sehr, sehr, sehr toll. Also Frage der Kommunikation hier an der Stelle, sehr interessant. Wollen wir weiter schauen. Wow. Okay. Ja. Ganz klar angesagt ist es jetzt hier, mit den inneren Schatten auf jeden Fall d'accord zu sein. Also hier haben wir nochmal eine Situation, die sich jetzt hier in Form eines Spiegels zeigt. Hier haben wir das Bild zwar, aber ich finde es von der Komposition hier definitiv ähnlich. Also das hier, wenn man das hier im Kontrast jetzt einfach mal vergleicht, da gilt es, so ein Stück weit die eigenen ja, unnützen Eigenschaften, charakterlichen Eigenschaften so zu identifizieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch mit denen so ein Stück weit ja, einverstanden zu sein und sie dann somit zu lenken in die richtige Richtung. Ja? Und ja, das ist definitiv. Aha, ja, okay, Moment. Moment, Moment. Okay, ich glaube, den machen wir so. Gell? Ja, das passt hier auf jeden Fall besser. Hätte ich wahrscheinlich auch im ersten Zuge so gemacht, wenn mein Verstand nicht gesagt hätte, ich muss so machen. Ja.
Also, ich sehe hier einen ganz klaren Energiefluss. Diese zwei Personen, die sich hier zeigen, die brennen ein wenig energetisch, ja, weil sie merken, beide in dem Fall, weil sie merken, dass sie über das Aufeinandertreffen, werden halt Energieflüsse aktiviert, die so jetzt auch noch nicht vorhanden waren. Ja? Also wenn du beispielsweise jemanden an deiner Seite hast, du bist verliebt beispielsweise oder du liebst jemanden und es geht um diese Person, ja, dann habt ihr natürlich eine innige Verbindung oder eine innige Kommunikation miteinander. Ja? Also das kann natürlich, je nachdem, wie der Stand eurer Beziehung beispielsweise jetzt hier ist, kann das physisch definitiv sein, ja, in der direkten Kommunikation, aber halt auch energetisch. Also dieser Mensch bringt dich in Wallung, umgekehrt ist das genauso. Und so merkt man, dass diese alten Schatten, wenn das jetzt hier anfängt zu brodeln, ja, dass da so diese alten Schatten so rausfliegen, ja, also diese alten Geschichten da rauskommen. Und das ist jetzt hier auch mit dieser Maskerade nochmal so zu verbinden an der Stelle, dass man hier noch Modi fährt, die nicht so ganz authentisch sind einfach, ja, und dass man dadurch, dass man in der gegenseitigen Beobachtung ist, so ein Stück weit angeschaltet wird und merkt, wow, okay, krass, das ist definitiv da, das ist vielleicht noch ein bisschen unstimmig, das führt zu Konflikt vielleicht sogar auch oder fühlt sich nicht so toll an, der andere findet das irgendwie doof und ich merke das, weil da halt einfach Aspekte sind, die noch nicht so ganz in der Wahrheit sind, ja, weil du da halt irgendwelche Fassaden noch auf, fährst sozusagen, die du irgendwann mal gelernt hast, also irgendwelche Verhaltensweisen, die du irgendwann mal gelernt hast, aber die eigentlich überhaupt gar nicht Teil deiner wahren Essenz sind, ja. Und da bist du aufgefordert, wirklich einmal in den Abgrund reinzuspringen sozusagen und da reinzuschauen, was da überhaupt für Schattenviecher quasi bei dir vorhanden sind, ja. Denn, wie gesagt, hier nochmal so dieses gleiche Thema. Die Nähe zwischen euch, ja, die ist... In der ersten Reihe sieht man das ganz klar, die Nähe zwischen euch ist aktuell noch so ein Stück weit auf Distanz, ja. Also der andere beobachtet dich vielleicht noch so ein Stück weit vom Weiten oder du denjenigen, ja. Und das möchte aber eigentlich hier in diese Nähe reinkommen, in dieses, wir sehen uns gegenseitig, wir fließen miteinander und wir passen zueinander. Hier, das ist auch die Karte der Liebenden, ja. Also das möchte eigentlich viel, viel, viel intensiver und viel inniger sein. Und es kann es im Moment nicht, weil halt immer noch diese Verhaltensmuster euch so ein Stück weit im Wege stehen. Man kommuniziert irgendwie so ein bisschen aus dem Ego, aus dem Stolz und was auch immer, ja, also das können jetzt verschiedene Sachen sein an der Stelle und da duckt man sich noch so ein Stück weit, ja, und auf der anderen Seite zeigt es hier auch an, dass du dich so ein Stück weit ducken solltest vor deinen eigenen Konstrukten, die du um die du deinen Charakter gebaut hast, sage ich jetzt mal, also dass du da wirklich so ein Stück weit rausgehen darfst, aus dem Modus, den du gelernt hast, so zu leben. Also wirklich in dieses Authentische reinzugehen. Ganz klar, ja. Also da kommen in der Kommunikation Schwierigkeiten beziehungsweise Nähe-Distanz-Geschichten auf, ja, die eigentlich aufgelöst werden möchten, ja, über halt ein ganz, ganz klar authentisches Verhalten. Ja. Das finde ich auch sehr schön, das Thema. Ich glaube, ich finde die alle einfach alle schön. So, ja, da kommt der nochmal, das war klar. So. Genau, aha, ja. Okay, jetzt haben wir hier auf der Unterseite nochmal eine Qualität. Du siehst hier eine Person, die wirklich so ein Stück weit in ihrer Freiheit unterwegs ist, die sehr beweglich ist und die anderen Leute da beobachtet, die im Hintergrund das einfach begraben. Und das sehe ich so als dein Mitgift, ja. Also du hast nicht unbedingt gelernt zu fliegen in deinem Leben sozusagen. Und bist immer noch so ein Stück weit angebunden an das, was du halt irgendwie vorgelebt bekommen hast, im Grunde genommen. Und das will aber jetzt einfach komplett weg, ja. Mhm. Und da haben wir denjenigen hier nochmal, das wundert mich gar nicht, das sind diese Subpersönlichkeiten, so sehe ich sie hier ganz klar. Das sind deine Handlungsoptionen, die du immer mal wieder abrufst, ja. Also in der Situation, wenn du... beispielsweise mit diesem Menschen, der sich jetzt hier mitgezeigt hat, kommunizierst, bist du geneigt dazu, dich so zu verhalten wie in vorherigen Begegnungen, sage ich jetzt mal. Also auch auf denjenigen so zu reagieren, denjenigen auch so zu bewerten beispielsweise auch. Ja, ne? Also das
definitiv an der Stelle. Aber das sind alles Sachen, das sind alles Programme, die an dein Energiefeld dranhängen, aber die nicht unbedingt das ausdrücken, was du in dieser Situation ausdrücken möchtest. Deswegen bist du aufgefordert, hier ganz klar aus dieser Geschichte rauszuschauen und in die Einkehr nochmal zu gehen und zu schauen, wie kann ich diese Distanz abbauen, wie kann ich diese Situation anders auffassen, aufnehmen und umwandeln, wie kann ich die Energie des anderen wirklich wahrhaft spüren, sodass derjenige sich auch total wohl bei mir fühlt. Ja? Das ist nämlich sehr wichtig, wenn du das Bedürfnis hast, mit jemandem wirklich in ein inniges Verhältnis einzutreten, dann bist du auch aufgefordert, auf dessen Seite zu schauen, in diesen Spiegel reinzuschauen und zu überlegen, was braucht mein Gegenüber, um mich richtig erfassen zu können, sodass du dich so ein Stück weit darauf einstellst, wie die Kommunikation zwischen euch einfach funktionieren kann. Ja? Deswegen geh da in die Einkehr und überlege dir, wie du selbst sein möchtest, wer du eigentlich bist und was es bedarf, um in dieser Situation jetzt hier eine gemeinsame Komposition zu spielen, ja, also gemeinsam ein Lied spielen, aufeinander abgestimmt sein, ja, also interessanterweise fügt sich das vom Satz hier gerade an, wo ich diese Karte umdrehe, ist nämlich genau das, weil wenn ihr gemeinsam musiziert, müssen die Töne aufeinander abgestimmt sein, dann haben wir ein wunderschönes Lied miteinander, ja. Und da zeigt sich hier auch nochmal der König der Kelche in Form eines einer Festung, einer Burg, was auch immer, ja, der hier sehr, sehr, sehr stabil stehen könnte im Gegensatz dazu. Ja. Hier sieht man ja diese Häuser, die laufen da so rum und das ist alles so ein bisschen unbehaglich. Ja. Aber wenn ihr miteinander wirklich wahrhaft kommuniziert, ja, also gut kommuniziert, reif kommuniziert, dann stabilisiert sich hier was ganz wunderbar, ja. Also da bist du aufgefordert, wirklich da reinzuspringen regelrecht und zu schauen, nochmal hier, und zu schauen, was ist jetzt hier erforderlich, um meine Persönlichkeit an der Stelle zu optimieren, besonders in puncto dieser speziellen Kommunikation. Ja? Also in die Einkehr gehen, nachfragen, forschen, woran hängt es, was kann ich anders bewerten, was kann ich anders aufnehmen, was kann ich anders beantworten, was auch von meinem Gegenüber kommt, ja. Kommt's nochmal. Okay. Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier auch schon diese Oase, ne? In der Wüste fängt schon langsam an zu blühen, ja, passt jetzt hier auch zu dem da. Also bevor jetzt hier wirklich so eine Festung gebaut wird, brauchen wir erstmal ein Umfeld, wo wirklich ja, nahrhafter Boden, ne, da ist, also ganz klar. Hier haben wir nochmal das mit dem Tanzen. Ja, machen wir das mal so. Also, hier bedarf es auf jeden Fall Heilarbeit, ganz klar, weil du hast hier Verhaltensmuster, die du halt aufgebaut hast, weil noch Schutzmechanismen wirken, die eigentlich überflüssig sind für diese Kommunikation. Denn diese Kommunikation, die du mit diesem Menschen hast, die geht wirklich in diese Tiefen rein, in diese Innenwelt, ja, also wirklich auch in diese Ängste, in diese Gefühle, weil, das heißt Ängste und die in dieser tiefen Welt haben wir natürlich diese innige Liebe, ne, aber auch, wenn du da in diesen Raum vorstößt, sind natürlich auch genau die damit gekoppelten Ängste, werden hier mit aufgedeckt sozusagen und zeigen sich halt schlicht und ergreifend. Und da bedarf es definitiv Heilarbeit. Ich denke ganz klar auch so ein Stück weit so das innere Kind reflektieren, ja. Wo sind in meiner Kindheit Verhaltensmuster aufgebaut worden, wie so ein Schutzmantel bei mir wirken, damit ich hier lernen kann, wirklich zu fließen. Und ich finde es halt auch sehr schön, hier nochmal zu sehen, dass diese andere Person, die sich hier zeigt, die ist wirklich sehr, sehr, die zeigt sich sehr in der Bereitschaft, mit dir in diesen Fluss einzugehen, überzugehen, also in diesen Tanz zu gehen. Also da ist sehr, sehr, sehr interessiert daran. Sieht man das? Ja. Trotzdem ein ganz kleines Stückchen. So. Ja, interessant finde ich jetzt hier, dass sich noch zeigt, dass du dein Gegenüber regelrecht anfeuern kannst,
in den freien, in den Modus eines freien Geistes zu gehen, auch wirklich alte Strukturen beispielsweise zu verlassen, mehr auf dich zuzugehen, mehr in diese Nähe reinzugehen, wenn der spürt, dass du mit ihm tanzt. Ja, also da passiert dann der Umbruch auch in der physischen Welt, in der, ne, in diese Stabilität rein. Denn eigentlich sitzt hier auch schon ein sehr, sehr, sehr guter Quell. Also hier ist schon auf jeden Fall die Saat vorhanden, ein wahres Geschenk. Ja, das möchte eigentlich jetzt hier gelebt werden. Und da bedarf es einfach nur noch an Feintuning mit deiner Kommunikation und deinem Charakter einfach, sodass du für den anderen ein sicheres und angenehmes Gegenüber darstellst. Und für dich natürlich auch wohl bemerkt. Ja, aber wir haben ja jetzt diese Situation, wo du ihn als, oder sie, also wo du dein Gegenüber als Spiegel siehst, ja. Und wenn das wenn das eine Person ist, mit der du sehr, sehr, sehr innig und nahe bist von deinem Potenzial her oder von eurem Potenzial her auch, ja, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr euch irgendwie auf einer Ebene treffen könnt, wo ihr beide miteinander sehr, sehr einverstanden seid und wo ihr beide miteinander sehr authentisch und liebevoll kommunizieren könnt, ja. Also du musst dich dafür nicht verstellen oder sowas, das will ich damit sagen, um den anderen zu gefallen. An der Stelle muss man natürlich so ein Stück weit zu differenzieren. Du solltest natürlich einen Weg suchen, wie du mit der Energie des anderen so umgehen kannst, dass es für euch beide richtig ist. Und mit deiner eigenen Energie. Na klar. Aha, dann kommt nochmal das Fließen hier, also das ist ganz, ganz klar. Ja, da kommen richtig, richtig die Wasserfälle raus, wenn ihr das schafft. Guck mal hier. Der poolt sich aus seiner alten Schale. Also da wird das charakterliche Konstrukt richtig abgeschlagen. Ich sehe das hier ganz klar so, dass du hier diverse Verhaltensmuster gegebenenfalls, gut, jetzt gucken verschiedene Leute zu. Da muss man immer dazu sagen, dass ihr alle höchstwahrscheinlich auf einem unterschiedlichen Stand der Dinge seid. Aber hier ist klar die Aufforderung, sich komplett mal so seinen eigenen Charakter anzuschauen, seine eigenen Verhaltensweisen und Muster anzuschauen und sich da komplett rauszupulen. Weil oftmals sind wir in der Kommunikation, ich weiß nicht, man macht sich nicht so attraktiv dadurch, wenn man halt diese alten Dinge lebt, ja. Und manchmal merkt man das auch nicht so richtig, weil das war ja das, was vorher immer funktioniert hat, wo du vielleicht auch ein Stück weit Kraft rausgeschöpft hast, weil du denkst, es ist irgendwie vielleicht cool so zu handeln oder sonstig irgendwas, aber es ist trotzdem irgendwie so ein Stück weit diese Fassade angezeigt, ja. Und das muss hier einfach komplett in diese Authentizität reingehen. Du darfst dich einfach mal fragen, wann fahre ich eine Schiene beispielsweise, ich habe so eine Situation im Kopf, ich weiß gar nicht, wie ich sie so richtig erklären soll, wie ich das gerade spüre. Wie kann ich das formulieren? Ja, wie gesagt, du hast auf jeden Fall einfach diese paar kommunikativen Eigenschaften, mir kommt das Wort halt unattraktiv, die dich so ein Stück weit unattraktiv machen, einfach für diese Kommunikation. Unattraktiv in dem Sinne, dass du dass man vielleicht auch so ein Stück weit ein Bild von sich selbst aufgebaut hat, dass, was du meinst, dass irgendwie, toll wäre, irgendwie passend wäre, aber es eigentlich überhaupt gar nicht du bist. Also du hast irgendwo so einen Persönlichkeitsschirm über dir drüber, für den du dich irgendwann mal entschieden hast, eine Rolle sozusagen, die du spielst, die aber an der Stelle total überflüssig ist, ja. Also, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da eben halt nicht in solche Rollen reinrutscht, weil er meint, irgendwas darstellen zu müssen, weil er sich denkt, dass man sich so schützen kann oder weil man das halt auch vielleicht gelernt hat, so über die Erfahrung einfach, dass man das einfach so getan hat, berechtigt oder eben nicht, ja. Aber du hast da halt, wie gesagt, die Aufgabe, ganz, ganz, ganz klar hinzugucken, dass du dich immer sehr liebevoll, immer sehr authentisch verhältst und sämtliche Darstellereien einfach ausmerzt, ja. Und da zeigt sich das Rad, ja, das Rad des Schicksals an der Stelle, auch für mich diese Zeitkomponente oder beziehungsweise auch diese Prozesskomponente, weil dieses Aufeinanderzugehen hier und dieses sich gegenseitig anschalten, das ist ein Prozess, ja, und das erfordert so viel Zeit, wie du halt dir Zeit lässt für diesen Prozess. Also du kannst damit schnell sein oder du kannst auch langsam sein. Das liegt dann quasi an dir, wie nah ihr euch kommt. Ja, da fällt das nochmal hier raus.
Die zwei Kinder, die sich hier treffen, wie Kinder, ja, sehen sie hier aus. Also ihr trefft euch wirklich auf einer sehr, sehr innigen Ebene hier. Aber ich sehe die Person hier auf der weiblichen Energie jetzt tatsächlich liegend, ja. Die nährt hier noch diese alten Geschichten, ja, das ist alt. Das ist es, ja. Da nährt man noch wirklich diesen alten Charakter, ja. Und der andere, das finde ich auch sehr interessant, der ist viel, viel mehr im Verstand, also viel, viel mehr im Kopf, in der Luft, ne. Deswegen habe ich das hier auch so stark gesehen, dass das für dieser gegenüberliegende Energie ist. In dem Fall habe ich dich jetzt hier unten zumindest, ab hier unten habe ich dich jetzt aktuell mehr in dieser weiblichen Energie drinne, unabhängig davon, ob du jetzt männlich oder weiblich bist, und sehe aber dein Gegenüber, was diese Situation hier betrifft, mehr in der männlichen Energie für dieses Reading, ja? Und diese Person zeigt sich hier viel, viel mehr im Verstand, in der Reflexion, in dem, ja, und der bewertet, ja, und der beobachtet dich ganz, ganz genau. Und das heißt nicht, dass er sich immer richtig bewertet oder sowas. Wenn der in der Lage wäre, das hier wirklich wahr zu registrieren, dann würde der sich jetzt hier nicht auf Abstand halten, weißt du? Aber der hält jetzt hier noch Abstand, weil sein Verstand rattert, weil er es nicht einordnen kann richtig, weil du dich hier noch nicht authentisch zeigst, weil du auch vielleicht in deiner Lebensweise noch Dinge hast, die nicht authentisch sind. Zum Beispiel, dass du, wenn du jetzt hier diese Annäherung hast, und wir haben ja ganz oft die Situation, dass man beispielsweise jemanden kennenlernt und ist selbst noch in einer Zweckbeziehung, ja. Das ist sehr unauthentisch an der Stelle. Solche Sachen beispielsweise lassen dich nicht authentisch in der Gemeinsamkeit sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich sehe das primär erstmal hier in diesem Kontext in der Kommunikation, also wirklich in der direkten Kommunikation mit diesen Menschen, aber auch angesprochen, solche Situationen, also alles, was in deiner Lebensweise total unauthentisch ist, das ist jetzt hier aufgefordert zu gehen, ja, ganz klar, weil dann bist du erst wirklich in der Lage, das auszudrücken für dieses Gegenüber, was du auch wirklich ausdrücken möchtest, ja, also wirklich komplett diese, die Lebensweise und auch die Kommunikation, die Fassaden reflektieren, um wirklich wahrhaft in dieser Innenwelt bei diesen Menschen anzukommen und in diese Nähe reinzukommen, ja, mit diesen Menschen, dass der das auch will, dass der das vom Verstand erfasst, aha, das gefällt mir, ja, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Na komm, die wollte noch, und die auch, so. Okay, ist doch noch ein ganzer Stoß gefallen. Alles klar. Ja, aha. Ja, guck, und das ist das, was hier so ein bisschen im Wege steht, ne? Man sieht sich, also man wird hier noch so ein bisschen unschön wahrgenommen einfach von Gegenüber, ja? Man wird noch nicht so ganz hübsch und frei wahrgenommen. Man sieht so, ja, also das ist hier so ein, so ein kleiner Balk, ja? Der, ja, mal so, sehr triebhaft, würde ich jetzt mal sagen, und nicht, also eher so ein bisschen dieser naiven Geschichte drin, ja. Und das ist eigentlich sehr unschön an der Stelle, weil ich glaube, das, was jetzt hier im Inneren bei euch ist, ja, das hat wirklich viel Potenzial, ja. Also wenn du dich jetzt hier wirklich angesprochen fühlst von dem Thema, dann kann ich dir sagen, dann ist hier wirklich viel Potenzial da, ja. Aber wie gesagt, das ist so diese Ausstrahlung, das muss weg. Und dann fällt nochmal die Ausstrahlung, ja. Da fällt nochmal die Ausstrahlung und auch hier, ja, der gemeinsame Energiefluss, ja. Der Energiefluss, der wirklich zusammenfließen möchte, da möchte es hin. Aber der kann nicht zusammenfließen, wenn derjenige sich hier nicht zu Hause fühlt, ja. Das ist ganz wichtig. Da gilt es, hier rauf aufzusteigen, ja, das abzubauen. Da kommen nochmal die Liebenden, sehr schön. Mhm. Ah ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, haben wir das hier noch halbwegs drauf? Okay. Also, wenn du deine Ausstrahlung hier wirklich regulierst, dann geht das wirklich in einen gemeinsamen Energiefluss rein, ja? Es ist auch eine gemeinsame Aufgabe für euch beide, die alten Bilder abzulegen. Hier sieht man das ja wirklich, wie diese Schatten von dem Bild runtergehen, ja? Das soll komplett verschwinden. Also, es ist wirklich
auch auf der weiblichen Seite schon wieder angezeigt, interessanterweise. Also auf der weiblichen Seite bist du wirklich aufgefordert, das Selbstbild ganz, ganz klar nochmal zu hinterfragen, deine Ausstrahlung und deine gewählten Rollen, das kommt mir ganz klar rein. Also so die Rolle, die du spielst, wie du dich demjenigen gegenüber auch so gibst, machst du da eher so die starke Rolle, dass du da ja so eine gewisse Modi reingehen willst, die du ihm zeigen möchtest. Und du musst dir auch überlegen, das hat alles seine Berechtigung an der Stelle, weil du möchtest ja als grundlegende Botschaft dieser Rolle, möchtest du ja etwas Gewisses ausdrücken. Also du tust es nicht authentisch genug, ja. Und da muss es dann definitiv raus, ja. Und wenn das hier geschieht, ist der andere am Explodieren regelrecht und geht auch in die Stabilität rein. Also du merkst, der hat einen Vulkan hier, der möchte eigentlich total fließen. Also der hat richtig, richtig viel Power, die der für dich freigeben möchte. Wie gesagt, aber der kommt bei dir noch so nicht so richtig durch. Der fühlt sich da noch nicht so ganz geborgen, ja. Und wenn der das aber macht, ja, also wenn der, oder beziehungsweise wenn ihr diesen Weg geht miteinander, ja, dann geht es auch ganz schnell in die Stabilität, weil der bringt die Qualitäten mit. Also das sehe ich hier auf dieser männlichen Seite, dass der sehr, sehr stabil ist, ja, dass der wirklich in sich ruht. Und das macht er jetzt auch schon, indem er halt einfach so ein bisschen auf Distanz bleibt und seinen Energiefluss so ein Stück weit reguliert und auch vielleicht mal ein bisschen zupetzt aktuell, ja. Aber im Grunde genommen ist es etwas, ja, was zu dir fließen möchte, ja. Und ja, genau. Eine abschließende Botschaft, habe ich irgendwie das Gefühl, will noch raus. Genau, ja. Und dann bedarf es halt, wirklich zu schauen, wo ist meine Energie, also wo ist mein Potenzial, ja. Was ist mein Potenzial oder beziehungsweise, ja, was befindet sich wirklich im Inneren und was habe ich bis dato darauf erbaut, ja? Also was ist mein Manifest, mein charakterliches, ja? Und das ist diese Schattenarbeit, die du ein bisschen machen darfst, ja? Dass du deinen Charakter wirklich jetzt nochmal analysierst, ja? Genau. Dann fällt dir nochmal der Knoten, ist tatsächlich in den Modus des Magiers reinzugehen und das wirklich zu durchschlagen, ja? Also das ist jetzt mal so als Endbotschaft hier zu sehen, ja? In der Magier, der handelt wirklich mit diesen Elementalen, also mit seinen eigenen Persönlichkeitsmustern, Subpersönlichkeiten. In jeder Situation weiß der im Grunde genommen, also der Magier idealerweise, weiß auf jeden Fall, was er zu tun hat, wie er, welche Modi er hochholt, in welcher Situation und sowas, ja. Und genau, ja, also das gilt es hier wirklich, wirklich stark zu reflektieren, weil da scheint echt ein Knoten zu sitzen. Das, ja, zum Thema der Authentizität und der möchte definitiv fließen. Und ich finde es ja wirklich auch hier so interessant, dass die männliche Seite so, so stark den Wunsch verspürt, das auch rauszulassen, ja. Wie gesagt, unabhängig, ob jetzt dein Gegenüber männlich oder weiblich ist, du weißt ja, auf welcher Seite du jetzt aktuell stehst für diese Botschaft, ja. Aber dein Gegenüber zeigt sich hier wirklich gewillt, einen Schritt auf dich zuzugehen, wenn der sich fallen lassen kann, ja, also wirklich, wenn der hier springen kann, ja, der möchte das auch im Grunde genommen, ja, da muss, wie gesagt, einfach ein bisschen geschraubt werden noch, ja, an der Authentizität, definitiv, und an der Ausdrucksweise, ja, an deiner Ausdrucksweise, hinterfrage deine Worte, deine Sprache, ahmst du gerne beispielsweise gewisse Modi oder Formulierungen nach, die du halt mal irgendwann aufgeschnappt hast, machen wir ja alle im Grunde genommen, ne? Aber frage das mal, wo hast du das her, von wem hast du das und was will ich damit ausdrücken? Überlege dir beispielsweise auch, was du für einen Umgang hast oder hattest in den letzten Jahren, ja, sag ich jetzt mal, und was du über diese Menschen, wie du diese Menschen jetzt betrachtest und was du von denen übernommen hast. Überleg dir mal, mit wem du viel Umgang in letzter Zeit gehabt hast und wie du diese Person registrierst, also ne, wie sie für dich rüberkommt, wie sie, ne, wie du sie bewertest sozusagen, also bewerten, wie du, ein bisschen umformulieren, wie du ihre charakterlichen Eigenschaften einordnen würdest, sag ich mal so, ja, und was du davon übernommen hast, weil wenn du beispielsweise Kontakte hattest, die so, da kommt, fällt mir jetzt ein, die beispielsweise gerne gelästert haben, ja, solche Dinge halt einfach, ja, die gerne mal gelästert haben oder sich so ein bisschen,
was weiß ich, wie verhalten haben. Hast du gewisse Züge von diesen Menschen adaptiert, ja? Hast du garantiert, wenn du mit denen viel Kontakt gehabt hast, aber reflektiere, was du von diesen Menschen adaptiert hast, ja, und schmeißt es dann halt einfach raus, such dir dann halt ein anderes Verhaltensmuster, was du da drüber legen möchtest. Du suchst dir quasi deine Modi und deine Charaktereigenschaften gezielt aus, ja. Du programmierst dich so ein Stück weit um, ja. Und da kannst du wirklich auf jeden Fall ansetzen, weil ich glaube, die Selbstreflexion kann manchmal ein bisschen schwierig sein, aber wenn du dein Außen als Spiegel nimmst und in dem Fall beispielsweise deine engeren Kontakte, die du halt in den letzten Jahren, wie gesagt, gehabt hast, dann kannst du da nochmal einen ganz anderen Blick drauf werfen und schauen, ob du nicht da was findest, was du eigentlich ausmerzen solltest, ja? Weil, wie gesagt, der ist an deiner Innenwelt interessiert und die Fassade findet er jetzt aktuell nicht so cool, wenn man es ja so direkt ausdrückt, ja? Und ja, genau, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Das fand ich eine sehr interessante Message, mit sehr viel Potenzial vor allen Dingen. Ist, wie gesagt, dieser Prozess hier angezeigt, dass es ein bisschen dauert, auch mit diesem Aufeinanderzugehen, dass derjenige dich dann auch wieder ein bisschen neu wahrnimmt und selbst, also dich so ein bisschen neu einordnet, wenn du dich jetzt veränderst. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen, dass der das dann registriert vielleicht. Gegebenenfalls schon, gegebenenfalls nicht. Vielleicht zum Teil, ne? Aber wer weiß es jetzt halt nicht. Das ist jetzt halt so ein bisschen der Lauf durch diesen Prozess, ja. Aber wie gesagt, also der glüht regelrecht und der will eigentlich, ja. Und deswegen würde ich jetzt direkt das angehen und ja, mich da ein bisschen reflektieren, meine Persönlichkeit so ein bisschen dokumentieren und ja, umschreiben, was jetzt hier halt einfach an der Stelle nicht mehr passt. Okay, alles, alles Liebe für dich. Mach's gut und viel Erfolg dabei. Bis dann. Ciao.